Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich habe mal wieder für euch ein älteres Lego-Set rausgekramt, und zwar die Lego 42035, einen Muldenkipper. Dieser Muldenkipper ist aus dem Jahre 2015 und deshalb logischerweise schon lange EOL. Aber gebraucht kann man das Set für ca. 15 bis 20 Euro in einem guten Zustand bekommen. Zumindest wenn euch die zwei Anleitungen reichen und ihr nicht unbedingt eine Originalverpackung braucht. Zum Spielen ist die Originalverpackung aber sowieso nicht wichtig. Und ich meine, genau das ist der Sinn von diesem Set, dass damit gespielt wird. Und ihr habt schon richtig gehört, es gibt zwei Anleitungen, denn dieses Set hat ein A- und ein B-Modell. Und zu diesem B-Modell gibt es auch die Anleitung in gedruckter Form. Gute Zeiten damals noch. Mein Favorit ist trotzdem auf jeden Fall der Muldenkipper, aber andere könnten ja eventuell auch was mit diesem B-Set hier anfangen. Die Anleitungen sind, wer hätte es gedacht, Lego-typisch in einer sehr guten Qualität, beide klammergebunden und es wird nichts ausgegraut. Das A-Set hat insgesamt 60 Seiten und 33 Bauschritte und das B-Set hat insgesamt 66 Seiten mit Bauschritten und da 58. Hier habe ich auch nochmal die Teileliste für euch. Ihr könnt euch das Video gerne hier anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Und jetzt kommen wir wieder zum Star des Videos, und zwar dem Set. Die Steinequalität ist wirklich super, erwarten wir ja auch nicht anders von Lego. Vom Baugefühl und der Klemmkraft wie von Lego gewohnt. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass diese gebrauchten Steine einmal jetzt nach 7 Jahren noch so ein tolles Baugefühl haben und Steine aus dem Jahr 2015 teilweise hier noch besser aussehen, obwohl sie ja gebraucht und auch bespielt sind, als so manche Steinchen von neuen Sets von heutigen Alternativherstellern. Also das ist schon wirklich eine große Leistung. Ich finde auf jeden Fall, der Muldenkipper sieht sehr ordentlich aus. Typisch eben für ein Technikset. Es ist jetzt auch nichts unbedingt super Aufregendes dabei vom Aussehen. Weder im guten noch im schlechten Sinne. Ich finde, hier wurde mal wieder eine gute Mischung zwischen diesem gefunden, dass man die Technikfunktionen noch sieht und wie das Ganze aufgebaut ist. Und dass es eben trotzdem ordentlich aussieht, weil man das Ganze ja noch mit Paneelen und Ähnlichem verkleidet hat. Vom Aussehen mag ich die kleine Fahrerkabine auf jeden Fall und auch solche schönen Details, dass man hier eben ein Abgasrohr hat, finde ich einfach gut. Sowas finde ich einfach schön an Sets. Und es sind natürlich auch Sticker dabei. Was ihr hier seht, sind leider alles keine Prints. Das ist aber natürlich bei einem Spielset kein großes Problem. Auch wenn es trotzdem schöner gewesen wäre, wenn wir hier Prints hätten, weil gerade so ein Set auch mal draußen genutzt werden kann und Sticker mögen natürlich keine wechselnden Luftfeuchtigkeiten. Aber hier, finde ich, ist es nicht so ein großer Kritikpunkt, wie als wäre es ein Displaymodell. Und nun kommen wir noch zum Wichtigsten, und zwar den Spielfunktionen. Das Ganze kann natürlich fahren. Dann haben wir eine Lenkung per Hand-of-God-Steuerung. Schwer zu übersehen ist das natürlich oben das Zahnrädchen. Dabei haben wir noch einen schönen mitlaufenden Motor, der dort vorne durch die Kette angetrieben wird. Beziehungsweise von der Hinterachse angetrieben wird. Aber die Kraft wird eben durch diese Kette, die wir vorne drin haben, übertragen. Und wenn wir an diesem Zahnrad hier drehen, können wir auch abkippen mit dem ganzen Fahrzeug. Auch wieder ein kleines, schönes, aber wichtiges Detail ist, dass man bei diesem Abkippen das hier oben wirklich dann einrasten und fixieren lassen kann, dass die Ladefläche hier auch hält, auch mit ein bisschen Gegendruck, und man sie trotzdem wieder schön runterklappen kann. Das ist aber auf jeden Fall schöner, als wenn man die Ladefläche jetzt hochmachen würde und sie würde sofort wieder runterfallen. Für ein Set mit ca. 350 Teilen sind das wirklich gute Funktionen. Und ich finde, hier ist alles dabei, was ich bei einem Muldenkipper als Funktion erwartet hätte. Und alle funktionieren auch nach 7 Jahren noch super. Ich habe es bei der Kippfunktion sogar mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, mit schweren Steinen, die ich hinten drauf geladen habe. Ich blende das euch mal ein und es funktioniert, wie ihr seht, perfekt. Wie gesagt, die Teile sind 7 Jahre lang genutzt worden. Und daran sieht man mal wieder, Lego muss man nicht wegwerfen oder neu kaufen. Mit gebrauchten Sets kann man genauso Spaß haben. Wenn ihr dieses Set für um die 20 Euro bekommt, wie ich, habt ihr auf jeden Fall Spaß mit tollen Spielfunktionen zu einem sehr fairen Preis. Dann gibt es auch auf jeden Fall eine Kaufempfehlung dafür. Auch 25 Euro, würde ich sagen, ist für einen guten Zustand auf jeden Fall noch ein fairer Preis. Aber bitte bezahlt dafür keine 50 Euro oder noch mehr dafür. Teilweise wollen da Reseller ja 100 Euro für dieses Set und das ist es natürlich nicht wert. Es ist auch wie bei jedem EOL-Set, dass die Preise nicht mehr realistisch sind bei solchen Sachen. Deshalb, wie auch diese Reihe heißt, kauft's gebraucht. Ich kann euch das immer wieder empfehlen und ihr seht das ja zum Glück genauso.
Wenn ihr natürlich dieses Set hier selber besitzt, die LEGO 42035, und damit andere Erfahrungen gemacht habt oder genau dieselben, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare mit unten rein, damit wir uns als Community immer gegenseitig weiterhelfen können. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt, gerade wenn ich morgens aus dem Bett rausfall. Macher.